Tag 6 nach Therapie und heute stand die Reise an. Dafür bin ich super früh aufgestanden, habe meine letzten Sachen zusammengepackt und habe versucht, die Reise nur mit einem Pflaster zu bewältigen, damit so wenig Druck drauf kommt wie möglich. Außerdem meinte meine Mom, ich soll Thrombosestrümpfe tragen, was ich für die Gesundheit dann einfach mal gemacht habe. Zum Schluss noch kurz den Koffer gewogen und wie ihr seht, ich habe mich in Sneaker gewagt. Die habe ich nämlich einfach so weit gemacht, wie es geht und dann ging es auch schon los. Erstmal zum Hauptbahnhof und dann mit dem Zug zum Frankfurt Flughafen. Langsam aber sicher habe ich die Reise auch schon bei meinem Fuß gemerkt. Aber da die von der Airline ja einfach Bescheid wussten, dass ich eine OP hatte, haben sie mich einfach den restlichen Weg zum Flugzeug gefahren. Weil dieser restliche Weg sonst einfach ziemlich weit gewesen wäre. Kurz davor gab es für mich dann nochmal einen Snack und dann ging es auch schon durch so einen extra Eingang mit dem Fahrstuhl runter zum Flugzeug. Dann war ich einfach schon als einer der ersten drin im Flugzeug und wir sehen uns dann morgen.